Hi Leute, mein Name lautet Leon von mtrscriptbase.de. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr K-Mods auf euren MTR-Server einfügt. Da ich in Foren und auf YouTube ein paar PNs bekommen habe, dass manche das irgendwie nicht hinbekommen, möchte ich euch heute zeigen, wie das funktioniert. Was ihr dazu braucht, sind zwei Dateien. Das ist einmal eine k.lua und eine meta.xml. Link zu den zwei Dateien findet ihr in der Beschreibung. Und dann brauchen wir noch einen K-Mod, den finden wir auf gtainsight.com. Link dafür findet ihr auch in der Beschreibung. Dort müsst ihr halt ein bisschen runter scrollen und dann auf San Andreas müsst ihr da halt gucken, also so links in so einer Spalte. Wir möchten jetzt aber ein Auto einfügen, also klicken wir hier einfach mal auf Cars und suchen uns da einfach mal eins aus. Hier zum Beispiel der Aston Martin. Können wir jetzt hier einen, und dann suchen wir uns da einen aus. Einer, der schön aussieht. Ja, welchen nehmen wir denn? Der hier sieht eigentlich ganz in Ordnung doch aus. Klicken wir hier einfach auf Download und erneut auf Download starten. Downloaden uns die Datei einfach einmal runter. Öffnen das hier, okay. Nun haben wir hier ein paar Dateien drin. Ich nehme jetzt einfach mal die zwei hier. Also ihr braucht immer eine DFF und eine TXT-Datei. Die ziehe ich mir jetzt mal auf den Desktop hier. Nun erstellen wir uns mal einen neuen Ordner und nennen den einfach mal K-Mod. So, hier müssen wir einmal diese zwei Dateien reinpacken. Und dann packen wir noch die K.lua und die Meta.xml auf den Desktop. Packen die da auch rein. So, nun benennen wir diese zwei Dateien hier um. In K so und geht einmal in die K.lua rein. So, hier steht jetzt zum Beispiel Infernus drin. Hier müsst ihr jetzt euren K-Namen eintragen, als ob ihr jetzt zum Beispiel ein Engie haben wollt oder wie man das ausspricht, ein Infernus, ob das ein NRG-Mod sein soll oder whatever. Wir können jetzt hier einfach mal Infernus drin lassen. Das müsst ihr halt beliebig ändern einfach. Und schließt das Ganze hier wieder. Nun müsst ihr zu eurem FTP-Client, also zu eurem FileZilla-Server, für den Server connecten. Dazu öffnen wir einmal FileZilla, connecten zu unserem Server. Gehen auf MTA, Mods, Deathmatch, Resources und dann auf Gameplay. So. Hier müssen wir jetzt logischerweise diesen Ordner hier einfach reinziehen. Heißt, wir nehmen den Ordner und laden ihn hier hoch. Das dauert jetzt je nach Internetgeschwindigkeit einfach ein bisschen. Müsst ihr halt gucken. Bei mir geht es eigentlich recht schnell, da ich eine schnelle Internetverbindung habe und der Server von Nitrado auch gut funktioniert. Wer hätte es gedacht. Wenn er dann oben ist, können wir einmal F5 drücken, suchen den K-Mod und haben dann hier unseren K-Mod schon drin. So, wenn ihr jetzt wollt, dass bei jedem Serverstart der K-Mod automatisch mitstartet, also das heißt, dass ihr nicht beim P-Panel die Ressource immer starten müsst, müsst ihr dafür in die MTR-Server-Conf reingehen, ganz runter scrollen, bis ihr das hier findet. Hier kopiert ihr euch dann praktisch so eine Zeile, fügt sie da unten wieder ein und ändert das zum Ordnernamen. Also bei mir wäre das dann K-Mod praktisch. Und dann müsst ihr das Ganze speichern. Und dann speichern und dann hier einfach auf Ja klicken. Okay Leute, das war's dann auch schon wieder von diesem Tutorial. Ich hoffe, ich konnte euch helfen, wie ihr euren eigenen K-Mod einfügt. Wie gesagt, falls ihr Hilfe braucht, addet mich einfach in Skype oder schreibt es in die Kommentare. Ich werde jetzt wieder ein paar Videos machen. Vielleicht habt ihr ja den ein oder anderen Tipp, was ich für Videos machen könnte. Lasst euch auf jeden Fall überraschen bei den nächsten Videos. Würde ich sagen, haut's da rein, euer Leon von mtrscriptbase.de. Ciao.